Ich begrüße euch ganz herzlich zum neuen Party-Leute von Let's Play Super Mario Bros. Wonder. Wir hatten im letzten Part das erfolgreich dieses wirklich total schlimme Level hier hinter uns gebracht. Wenn es noch erinnert, es war, boah, also es war wirklich, wirklich erst heftig. Aber das haben wir geschafft. Und das ist super, dass wir es geschafft haben, denn wir haben jetzt 4 von den, von den blauen Samen, und die brauchen wir nämlich auch, um dieses Level die freizuhalten. Das halten wir jetzt mal frei. Dann verschwindet nämlich auch die Pflanze. Perfekt. So, bevor wir aber in das Level reinspringen, wollte ich mal experimentieren, schauen. Ein kleines Rätsel. Wo wir vermutlich deutlich leichter hätten, uns die fehlende Wundersamen, das fehlende Wundersamen, die. Der Samen, das Samen, keine Ahnung. Ich finde alle versteckten Wundermarken, wenn du sie allein nicht findest, suche sie mit Freunden. Ja, hallo. Aha. Alle sollen irgendwo Wundersamen versteckt sein. Wer weiß, wie viele hier versteckt sind? Ah, okay, kann man sehen. 1, 2, also 4 Stück fehlen uns noch quasi. Verstehe. Sind wir gespannt, wo die sind. Ich sag mal, dass wir bestimmt nicht ohne Grund hier hoch müssen. Ich hab's nur so im Gefühl. Also hier könnte auch noch eine sein. Die 4. ist von. Ah, ja, ja, okay, okay. Dachte ich gerade, ich würde nicht mal so kommen. Das wäre nämlich ein bisschen sehr madig gewesen. Gut, irgendwas sagt mir, dass hier unten noch eine sein wird. Was wir ja gelacht haben, mit denen ich allein finden würde, ne? So. Wir gehen auf die Suche. Wir erschnüffeln die Wunderpflanze. Ah, Digga, wie sieht das denn aus hier? So, nee, da ist nix. Da ist auch überall nix. Hä? Nein, ich glaube, hier fällt man runter, ne? Irgendwas sagt mir, dass man vielleicht lieber nicht da runter gehen sollte, wenn man dann irgendwie verreckt. I'm not quite sure about that. Als ob hier unten nichts ist. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Würde es für ein mega strange halten, wenn da nichts wäre. Ja, hallo. Ja, moinsen. Ja, hallo. Okay, nee, da ist tatsächlich nichts mehr. Ah, da kann man doch hoch. Ha. Habe ich doch gewusst. Und da wundert es mich noch. So. Ich hätte immer noch 2 irgendwie. Dammit, irgendwie, ich kann nicht zählen. Also, shit. 2 Stück fehlen noch, aber die finden wir auch noch. So. Also, irgendwo müssen die ja sein. Weil die ja garantiert, dass hier irgendwann ist. Dass ich mir irgendwas mit einem Rüssel weghauen kann? Nö. Nee, tatsächlich, hier scheint keine zu sein. Ist ja sehr strange. Ich will ja nachher noch gleich nochmal hinzunehmen, weil ich will nicht aufgeben. Also, hä? Und hier ist ja das Ende. So, hier oben war was. Da war ja sonst nichts mehr. Wäre hart witzig, wenn der random nochmal irgendwo wäre. So, da waren wir jetzt auch schon oben. Da war nichts mehr. Hier haben wir auch schon. Hier muss irgendwas sein. Aber also ob man, ich glaube nicht, dass man runterfällt. Wusste es doch, dass man nicht runterfällt. Okay, okay. Und dann kommt man hier bei der Röhre raus. Das macht Sinn. Aber so rum geht's nicht. Verstehe. So, ich werde jetzt noch einen Teil und bestimmt hat es irgendwas mit der Röhre. Also tun wir, die ist nicht ohne Grund da. Ich hab's einfach irgendwie, ich hab's einfach ein Gefühl. Somehow. So, wenn hier die erste war, okay. Dann wird davor keine sein. Hier war die dritte, heißt es müsste eigentlich irgendwo in der Mitte sein, aber hier ist ja nichts sonst. Bestimmt ist die voll offensichtlich. Irgendwo versteckt und befinden die aber nicht, weil wir dumm sind. Ja, ich dumm bin.
immer so witzig, wenn ihr so, wenn ihr so durch die Gegend tigert. So, hier war ja auch nix. Bin ich jetzt dumm? Nee, in die Richtung geht das nicht, das sag ich. Gut, hier haben wir auch so einen. Wir gehen jetzt nochmal hoch. Um 100% sicher zu sein, dass hier nicht noch random irgendein zweite. Irgendwas ganz anderes ist. Dann gehen wir wieder zurück. Wieso könnte man zwei Leute dafür brauchen? Ich hoffe, das ist nicht verpflichtend für zwei Leute gemacht, weil dann wäre es ein bisschen madig, aber das glaube ich nicht. Ich wollte mal da runterspringen. Vielleicht finden wir da unten nur noch die zweite irgendwo. Und zwar nehmen wir es ein bisschen weiter davor einfach. Nee, aber hier ist das sonst nirgends so ein Weg. Kann man hier auch wieder so hoch. Eigentlich. Eine gute Übung. Von dem Wandsprung. Den ich allerdings noch nicht gut beherrsche. Damit geht's, haha. Wild. Aber hier ist er irgendwie. In den Röhren ist er nix. Ich will es auch nicht hieten und nach sein, wo sie ist, weil das war ja auch komplett lame, Digga. Das gibt's doch nicht. Gibt's irgendwo. Keiner von diesen Blöcken mehr gesehen. Irgendwie ein Hinweis, irgendwas, was mir sagt. Ich wusste gar nicht mal so, die Level überhaupt, beendet. Und jetzt sind sie bestimmt alle wieder weg, oder? Ja, hallo. Natürlich sind die alle wieder weg. Was auch sonst, ne? Ich muss das erst alle hier hindingsen, damit die rauskommt. So. Super duper, dass sie alle wieder weg sind. So, jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Jetzt wissen wir erst dann, wo die alle waren. Das ist ein Großteil von denen waren. Hier war nämlich auch eine. Und da sehen wir auch eine. So, das war erst. Das ist, wird als dritte gezählt. So. Und. Die, dieses hier befindet, ist doch dann die vierte. Es fällt auch nicht so runter. Die fünfte. Dann haben wir noch eine hier unten. Das war die vierte. So. Macht auch Sinn von der logischen Reihenfolge. Wann ist zuerst? Ja, du musst ja doch erst irgendwo hier sein. Das gibt's ja nicht. Wann ist zuerst hier? Das ist das erste so. Das war die dritte. Dann nicht mal nach unten. Zur vierten, dann diese. Dann fünf Stück, dann diese fünften. Heißt, die muss irgendwo das Licht sein. Irgendwo hier. Muss doch irgendwas anderes sein. Irgendwo, das gibt's doch nicht. Irgendwo muss doch die sein, ey. Digga, das gibt's doch nicht. Die muss doch hier irgendwo sein, die letzte. Komm. Die muss meiner Meinung nach hier unten drin sein. Irgendwas sagt mir, die muss. Muss hier irgendwo sein. Kann man jetzt irgendwie hier die. Ah, die kann man verschieben.
Es bringt mir jetzt irgendwie auch nicht sehr viel. Ich hab gehofft, dass die hier irgendwo ist, aber ist ja sehr strange. Ich hab's irgendwie im Gefühl, weil die anderen Kammer nicht versieben, dass es irgendeinen tieferen Sinn hat, dass man die versieben kann. Jetzt müssen wir nur die richtige Stelle finden. Ah! Dann sieht man an! Da haben wir ja die Stelle. Aber die war so ein fies versteckt. Die war so ein Est fies versteckt. Eieieiei, das waren schon sehr fiese Verstecke. Ja, aber jawoll! Jetzt haben wir nur das einmal erhalten. Ihr seht's, den letzten Part ist ein bisschen eskaliert, so in dem Part nur das Versteck. Im anderen Part nur das, andere Level 17. Wir kommen schnell voran. Aber ja, im nächsten Part versprochen geht es mit dem Angriff der Spießerrisse los. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!